Nein, wie gesagt, ich habe gesehen, dass ich durch die Zeit, dass ein Schreiber, jemand, der schreibt Bücher oder Lyrik oder Poet, der braucht viel Zeit. Jemand sagte, ich weiß nicht, das Wort für Solitude. Man braucht viel, ein Schreiber, Buchschreiber oder Lyricist, braucht viel Solitude. Das heißt, viel Alleinsein, viel Zeit. Und das habe ich jetzt und jetzt arbeite ich auf die ganze Tausende von kleinen Stück Papiere, die ich da und da habe, die ich nie zu Ende bringen könnte. Jetzt sehe ich die Dinge, aha, oh, wann habe ich das geschrieben? Und kann ich dann anfangen, das Ding zu Ende zu bringen, dass ein Song ist. Ich habe auch auf meiner Homepage eine Poetry-Abteilung, wo ich Diktungen schreibe. Das fließt, das geht auch. In der Corona-Zeit ist das wie eine, ich weiß nicht, jeden Tag, nee, 3 oder 4 lange Dinge habe ich geschrieben, wie sagt man, lange Gedichte geschrieben. Das hat mich selbst überrascht. Aber das kam dadurch, dass ich viel Zeit habe. Ne? Und früher habe ich viel Sport gemacht. Es geht darum, dass ich auch dicker geworden bin. Ne? Dadurch, dass ich weniger Sport mache als vorher. Früher bin ich ins Fitnessstudio gegangen, immer auf meine Figur geachtet. Ne? Die Hosen müssen, ich muss wie dünn sein, wie Muri oder die anderen Sänger. Ich möchte nicht der dickste Sänger auf dem. Ne? Und jetzt ist das mir irgendwie egal. Durch Corona, wie gesagt. Wenn du ein Bart hast oder ein komischer Haardo, ne? Oder so, das ist nicht das A und O. Deine Personalität, wie du bist, na, das ist viel wichtiger. Und du kannst das sehen bei Menschen. Es gibt Menschen, die nichts machen müssen. Und du meinst, du weißt sofort, der Mensch finde ich unsympathisch. Und das will ich nicht na, über mich. Das, ich möchte nicht unsympathisch wirken. Und das versuche ich zu ändern. Glaube ich, das habe ich schon gesagt. Na? Was war die Frage? Was für mich? Ja. Also künstlerisch. Ja, künstlerisch. Ich sehe durch den Pandemie, dass viele haben Lust mitzumachen in Privatgeschichten wie jetzt. Ne? Und das ist für mich eine große Freude. Leute wie der Geige heute, du, ne? Ich hatte nie gedacht, dass du von dich aus zu Hause hierhin fahren würde oder dass mehrere hierhin fahren mit mir meine kleinen Songs zu machen. Ne? Ich habe immer gedacht, boah, du musst die Leute 500 Euro anbieten und dann kamen die. Ne? Früher war das so. Die erste Frage war, wie viel kriege ich? Ne? Jetzt ist das so wie, nee, kann ich machen, Maurice. Ne? Und ich sag auch so an die Leute, kannst du da, ich sag, ja, kann ich machen, ne? Kann ich machen. Da. Und, ne? Das heißt, Geld ist nicht das erste Priorität. Geld ist nicht das erste Priorität jetzt in meinem Leben. Und das ist für mich, ich meine, also ich bin jemand, der sagt, oh, ich mag sehr gerne viel Geld haben. Ne? Aber jetzt, dass ich nicht dann so viel Sorgen habe über Geld, sehe ich, aha, du kannst andere Dinge machen mit deiner Zeit, statt da zu sitzen und denken, wo kommt der nächste, das Geld demnächst. Du kannst an dein langfristiger denken, ne? als Künstler. Ne? Und jetzt habe ich einen Song zu Duisburg überall eingereicht, bei WDR, ne? Bin ich zwei, drei Mal mit zwei, drei Songs. Jetzt Duisburg hat einen Wettbewerb und etwas anderes, ne? Wo ich Songs eingereicht habe. Und das ist, was ich machen wollte, mein ganzes Leben lang. Und plötzlich, durch Corona, kann ich das machen.
get light. No more of your darkness. All my pictures seem to turn to black and white. I'm growing tired as time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Much too save myself from falling. I took a chance and changed the way of life. But you misread my meaning when I met you. Closed the door and left me about a fragment of your life to wander free. Oh, losing everything is like the sun going down on me. like the sun.